Wegen ihrer außergewöhnlichen Blütenform nennt man die Orchidee die Königin der Zimmerpflanzen. Diese Pflanzen haben aber spezielle Anforderungen. Bei falscher Pflege kann die Pracht schnell vergehen. Damit das nicht passiert, haben wir in unserem Video die häufigsten Pflegefehler bei Orchideen zusammengefasst. Orchideen, wie die Schmetterlingsorchidee oder Phalaenopsis, Dendrobium, Cattleya oder Wanderorchideen, sind äußerst dekorative, langlebige und allergikerfreundliche Blühpflanzen. Leider bekommen die Pflanzen häufig eine schlechte Pflege und so ist viele Orchideen nur eine kurze Verweildauer als Topfpflanze vergönnt. Oftmals landen die tropischen Schönheiten vorzeitig auf dem Müll, weil sich nicht genug Blüten bilden, die Pflanzen gelbe Blätter bekommen oder die Wurzeln faulen. Damit dieses Schicksal ihre Orchideen nicht ereilt, geben wir Tipps, wie sie die schlimmsten Fehler bei der Orchideenpflege vermeiden können. Der erste Fehler ist die Orchidee in falsches Substrat pflanzen. Die meisten Orchideen wachsen in den Tropen und Subtropen als sogenannte Epiphyten. Sie haften mit ihren Wurzeln nicht in der Erde, wie wir es von heimischen Blühpflanzen gewohnt sind, sondern wachsen auf Bäumen. Dort ernähren sie sich mit ihren Luftwurzeln über die mit Nährstoffen angereicherte feuchte Luft, die die Bäume im Regenwald umgibt. Deshalb darf man beim Umtopfen von Orchideen auf keinen Fall herkömmliche Blumenerde verwenden. Pflanzen Sie Orchideen immer in spezielles, grobes Orchideensubstrat. Dieses besteht aus Rinde, Bast und Kokosfasern. Es dient der Pflanze hauptsächlich zum Festhalten und ermöglicht gleichzeitig eine gute Belüftung der Wurzeln, die auf sehr viel Sauerstoff angewiesen sind. In normaler Blumenerde würden die Wurzeln von Orchideen in kürzester Zeit faulen und die Pflanze an Sauerstoffmangel und Staunässe sterben. Eine Ausnahme bildet hier die Gruppe der Erdorchideen, zu denen der Frauenschuh gehört. Vertreter dieser speziellen Orchideengruppe werden in gut durchlässige Blumenerde gepflanzt. Der zweite Fehler ist die Orchideen zu stark gießen. Wie schon erwähnt, ernährt sich die Orchidee als Regenwaldpflanze hauptsächlich von nährstoffhaltiger Luftfeuchte. Regenwasser, das auf die Pflanze fällt, kann leicht abperlen und staut sich nicht rund ums Wurzelwerk, das am Naturstandort in luftiger Höhe hängt. Deshalb ist es essentiell, auch bei Zimmerpflanzen im Topf darauf zu achten, dass sich kein Wasser im Übertopf sammelt. Gießen Sie Ihre Orchidee nur mäßig, am besten morgens und optimalerweise mit warmem, entkalktem Wasser. Statt einer Gießkanne verwenden Sie lieber eine Sprühflasche und benetzen damit ausschließlich das Substrat und die Wurzeln, nicht die Blätter. Alternativ können Sie Ihre Orchidee einmal pro Woche in ein Tauchbad mit lauwarmem Wasser setzen und danach gut abtropfen lassen. Wässern Sie die Orchidee nicht erneut, bevor das Substrat nicht gut abgetrocknet ist, sonst bildet sich Schimmel. Der dritte Fehler bezieht sich auf den ungünstigen Standort. Zwar ist die Orchidee eine Tropenpflanze, dennoch ist sie keine Sonnenanbeterin. Im Gegenteil, als Regenwaldbewohner leben Orchideen an ihrem natürlichen Standort unter dem dichten Blätterdach der Dschungelbäume. Direkte Sonneneinstrahlung durch eine Glasscheibe, wie zum Beispiel auf einer nach Süden ausgerichteten Fensterbank oder im Wintergarten, vertragen die Zimmerpflanzen nicht. Die fleischigen Blätter der Orchidee bekommen leicht einen Sonnenbrand, zu erkennen an eingetrockneten, hellbraunen Flecken. Auch die Wurzeln der Orchidee können in einem durchsichtigen Topf einen Sonnenschaden nehmen. Solche Trockenschäden können übrigens auch durch trockene Heizungsluft entstehen. Zwar sterben Orchideen nicht am Sonnenbrand, die Flecken auf den Blättern sind aber ein echter Schönheitsmakel. Schneiden Sie betroffene Blätter trotzdem nicht ab, denn die Pflanze ist auf das Blattgrün zur Photosynthese angewiesen. Platzieren Sie Ihre Orchideen am besten an einem Ost- oder Westfenster, wo die Pflanzen Morgen- oder Abendsonne bekommen. Alternativ kann man eine halbtransparente Jalousie oder ein Plissé am Fenster spannen, das die direkte Sonneneinstrahlung von den Orchideen fernhält und dennoch genug Licht durchlässt.